deutschen Fernsehen mit dem besten Publikum. Herzlich willkommen bei Lafer, Lichter, Lecker. Wir hören gar nicht mehr auf. Ja, damit Sie schon mal wissen, was es heute zu Hause für Sie geben wird, darf ich schon mal die Rezepte verraten. Ich werde an meiner Seite kochen heute eine Entenbrust gebraten, rosa, mit einer schönen Honig-Chili-Knoblauchkruste. Dazu gibt es geschmorten Chicorée und dazu gibt es auch noch so Kartoffeln gebraten mit Sahne und Fond und so weiter und so fort. Und hier an dieser Seite wird es geben einen leckeren Nachtisch, und zwar Safran-Buchteln oder auch so ähnliche wie Dampfnudeln, so ähnlich gemacht. Dazu gibt es ein Mango-Ragout und es gibt auch dazu ein Ananas-Sorbet. Also, zwei Gerichte an dieser Seite. Und gestatten Sie mir, liebe Zuschauer, dass ich jetzt eine kleine Anmerkung mache. Ich glaube, mit dem Kochen, darüber wissen Sie Bescheid, wie es beim Horst geht, aber ich habe das Gefühl, mittlerweile braucht er auch noch einen Stilberater. Na, hallo, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Stimmung heute, eine Sensation im Studio. Und ich glaube, es liegt ein bisschen auch an meinem neuen Styling. Aber auch auf meiner Seite wird heute sensationell gekocht. Und zwar muss es ja unterstrichen werden, was nachher auf der Seite der Sterneküche zelebriert wird. Und wir fangen ganz vorsichtig an mit einem wunderbaren Lachsomelettchen auf Toast mit einem Senfsößchen dazu. Ja, Publikum ist begeistert. Und hinterher gibt es natürlich das Highlight. Natürlich, selbstverständlich. Und zwar wunderbaren Seelachs mit Mandelkartoffelchen dazu und einem Kräuterquark. Ja, aber was wäre all diese Grundlage, ohne dass ich ihn in meine Arme nehme? Johann, der schuld ist, dass ich so aussehe. Johann, meine Hase. Vorher meine Haare. Haare. Vorsicht. Komm. Ja, war. Passt. Ja. Es gibt ja alle möglichen Mittel, damit die Haare wieder wachsen, an bestimmten Stellen des Körpers. Was hast du genommen? Johann, es ist aus die Liebe zu dir. Sie lässt die Haare wieder sprießen. Ich werde wieder jung. Nein, es hat natürlich einen ganz anderen Grund, meine Damen und Herren, weil ich habe heute einen Gast, also wirklich einen Sensationsgast. Man muss ja alleine mal überlegen, Johann, was der von Beruf ist. Der ist Diplom-Nuklear-Ökologe. Ja. Ja, da kannst du aber abkacken. Was heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, mein Gast, liebe Zuschauer, ich sage jetzt mal nur ein paar Dinge. Sie ist einzigartig. Sie sieht wunderbar aus. Und das ist eine Frau, die man sich wünscht als Mann. Ja, Moment mal, stopp. Moment. Weil mein Diplom-Dingsbums-Ökologe könnte auch eine Frau sein. Ist aber eigentlich, glaube ich, ein Mann. Das weiß ich nicht so genau. Das werden wir gleich feststellen. Auf jeden Fall, sie hat wirklich sehr viel Ahnung, oder sie ist für mich die perfekteste Moderatorin beim Sport. Hier ist Katrin Müller-Hohenstein. Und Jorge González. Hola, chicas y chicos. Ich bin der Mann, du bist heute die Frau. Oh! Also, Jorge, es soll keine Anmaßung sein, aber ich würde mal sagen, vor so einem Typ kann ich nur den Hut ziehen. Sensationell. Sensationell. Vor allen Dingen diese Schürze. Also, heute habe ich extra mein Koch-Outfit. Meine Koch-High-Heels-Schuhe, meine Schürze. Ach, das sind Koch-High-Heels? Ja, genau. Aber jetzt musst du mir erst mal ganz kurz helfen, bevor wir anfangen zu kochen. Wie spricht man, ich habe ja in der Garderobe geübt, vom Spiegel. Hoche, wie spricht man aus? Hoche. Er kann sehr gut meinen Namen sagen. Ja? Ja. Aber diese Woche koche mit Hoche. Jorge. Koche mit Hoche. Ja. Ja. Hoche, aber du kochst ja sehr gerne. Ja, leidenschaftlich. Ich tue. Genau. Ich habe dich eben angekündigt mit dem Beruf, den du mal gelernt hast. Aber du bist natürlich auch Stilberater. Das heißt, du könntest mir auch noch ein bisschen helfen. Du bist Catwalk-Trainer. Ja, du auch bist... da kann ich dir helfen. Dankeschön. Aber okay. Erst mal mit deinem schönen Omelett anfangen. Genau. Ich halte da das Wichtigste. Omelett liebst du? Ja, ich mag sehr gerne. Omelette. Du kochst überhaupt sehr viele ja, zu Hause. Ja, ich koche sehr viel zu Hause.
Sag mal, du kommst ja aus Kuba. Kochst du hauptsächlich kubanisch dann, oder? Nein, ja, in Kuba, wir essen alles, was gibt's. Wir haben nicht so viel Wahl da, wie hier. Das bedeutet, wir müssen kochen das, was wir besorgen im Prinzip. Das heißt, wenn schon mal ein Weg läuft, kommt in die Pfanne. Ja, genau. Was ist das nationale Essen in Kuba? Was ist das nationale Essen außer Zigarren? In Kuba wird Zigarren essen die nicht, Johann. Reis mit der schwarzen Bohne heißt Arroz con Gris. Okay. Und das ist gegrilltes Schweinefleisch. Nein, okay. Ich weiß, was das Nationalessen da ist. Cuba Libre. Cuba. Ja. Sehr lecker. Hau rein, nur, ne? Jetzt freuen wir uns mal sehr, dass die Katrin natürlich bei uns ist. Ich glaube, du bist jetzt zum vierten Mal, oder? Echt? Bist du schon drei oder viermal bei Lauf, weil ich dir lecker. Du bist, glaube ich, der Gast, der am meisten hier ist. Das spricht für dich, das darf ich dir mal sagen. Du, aber nicht für meine Kochkünste, doch, oder? Doch. Erklär mal den Zuschauern jetzt, was du gerade machst. Also ich mache einen Hefeteig. Da hatten wir erstmal eine Basis aus Milch und Safran. Und die haben wir ein bisschen erhitzt hier auf dem Herd. Dann mit Butter und Zucker in eine Schüssel gegeben. Darin die Hefe so ein bisschen auflösen, die Butter auch. Dann kommt Mehl dazu und zwar und nicht vergessen, wenn du keine Eier reinmachst, wird der Teig zu hart. Ja, aber ich habe gelernt, zuerst muss nur das Mehl und dann die Eier. Nee. Gott. Sonst wird das nicht. Also du musst zwei Eier noch reinmachen und zwei Eigelb. Hast du Salz schon reingemacht? Nee. Eine Prise Salz muss man reinmachen, damit der Hefeteig so einen leichten, abrundeten Geschmack hat. Und das Salz muss man später reinmachen. Jetzt habe ich das Eiweiß reingetan, nee, nicht das Eigelb. Ich das macht nichts. Du machst zwei Eier, spielt keine Rolle. Zwei Eier und zwei Eigelb. Was mache ich denn mit dem Eiweiß, das ich nicht brauche? Einfrieren. Ernsthaft? Ja, kannst du einfrieren. Dann kann man noch mal zum Klären einer Suppe nehmen. Ja. Oder aber wenn Johann mal irgendwann ein Ei klar braucht, macht er einfach einen Gefrierschrank auf, ist alles da. So, das ist wunderbar. Genau. Siehst du, Jorge, das ist bei mir ganz anders. Da klopfst du die kompletten Eier rein. Ne? Nur die Schale, die lässt du mir raus. Okay. Das wäre ganz lieb. So. Kann man nicht mehr benutzen, die Schale? Ne? Die Schale? Ja. Ja, jetzt bist du Stylingberater. Könnte man die malen und schön als Puder nachher irgendwie benutzen? Weißt du, was wir früher als Kind gemacht haben damit? Wir haben die getrocknet. Du warst Kind? Der war mal klein. Ja, also, du bist es immer noch. Dankeschön. Auch hast du gehört. Jawohl. So. So, also erzähl mal. Aber das ist schön, ne? Wir haben früher die Eierschalen getrocknet, so auf dem Backofen oder vor dem Backofen oder auf dem Herd. Und dann haben wir die mit den Händen so zerrieben und den Hühnern wieder gegeben. Den Hühnern wieder gegeben? Ja, genau. Das ist super. Und was haben die gesagt? Oh, ist schon Ostern? Oder was? Nein, das heißt, aber die Hühner haben das wieder gefressen. Das ist super. Das ist für mich Ökologie der Natur. Verstehst du? Oh. Kreislauf. Jetzt redet der Professor der Ökologie. Dankeschön auch. Ja? Aber wo wir gerade dabei sind, erklär mal gerade deinen erstgelernten Beruf. Nuklearökologe, was muss man da tun? Ja, ich bin Atomnuklearökolog, oder habe ich studiert. Und ja, das ist Umweltschutz kombiniert mit Radioaktivität, Bestrahlung, Strahlung, alle radioaktiven Elemente. Also ich möchte mal kurz übersetzen. Also die haben über alles mal nachgeguckt und haben kontrolliert. Ja. Das heißt, was musstest du da machen während diesem Studium? Außer jetzt Theorie lernen. Mein Diplomarbeit, ich habe untersucht radioaktive Elemente. Radioaktive Elemente. Uranium, Plutonium, ja. In der Milch von einer Kuh. Die sind ja teilweise so klein, diese nuklearen Elemente, wie eine Vorspeise von... Ne? Ja? Das heißt, du hast kontrolliert, was da drin ist. Warte mal. Du weißt ja, dem Horst darfst du alles... Ich weiß übrigens, wie das heißt beim Essen, was er gesucht hat. Kalorien. Ja. Nukleare kleine Elemente, ne? Ja, hier, Herr Lapper ist Professor... Wie heißt das? Ökotrophologie. Ja, genau. Und dort ist... Was ist der? Ökologische Nahrung ist auch ein Fach, oder nicht? Das ist Hochschule. Der ist Österreicher, sonst nichts. Ja. Sag mal was, jemand, der aus Bayern kommt, sag was zu Österreich bitte jetzt.
Nee, da kann ich dir leider nicht helfen, weil wir mögen uns ja eigentlich schrecklich gern. Ja, das sollst du nur was Positives sagen. Ach so, ja eben. Das war ja gerade dabei. Also ich habe die Österreicher sehr gern. Ich verstehe sie auch. Herr Lichter. Also ich mag sie sehr gern. Ja. Aber es ist ja kein Wunder, dass sie Johann haben gehen lassen. Ne? Weil die Österreicher an und für sich sind ja ausgesprochen nette Menschen, familiär veranlagt. Mhm. Die halten zusammen, die lassen keinen weggehen. Mhm. Es sei denn, er muss gehen. Ne? So. Wie machen wir das hier heiß? Ach so. Wie machen wir das heiß? Wir gehen einmal hier drauf. Mhm. So. Aber du wolltest eben erzählen, da habe ich dich unterbrochen. Entschuldige bitte. Was musstest du im praktischen Sinne da alles machen, um das nachweisen zu können, ob da zum Beispiel etwas Nuklearverseuchtes drin ist? Ja, wir haben analysiert die Milch von einer Kuh und die Urea von der Farmer. Das was? Urea. Was? Urea? Ja. Urin? Ja, Urea. Latein, Urin. Sag doch Pipi. Das Pipi. Moment mal, Moment. Da muss ich jetzt mal genau hinkriegen. Genau. Also, ich bin gern Morgan. Ja. Du hast von der Kuh die Milch genommen. Ja. Und vom Bauern das Urin? An jeden Tag, 3 Monate lang. Erklär mir, wie das zusammenhängt. Ja, jeden Morgen musste ich ganz früh aufstehen. Wirklich, das war um 5 Uhr morgens. Ja. Und ich bin dort gegangen, dieser Bauernhof. Schon der Farmer hat mir geschaut. Der wieder. Hier. Jetzt bin ich echt so. Du bist erst mal zum Bauch. War das jetzt Uran oder Urin angereichert? Naja, er war sehr gesund. Er war sehr gesund. Aber das war nur so eine Praxisarbeit. Ja. Weißt du? Und wie kommt man von diesem Job dann auf einmal zum Stylingberater? Ja, wenn du studierst Atomnukleare Ökologie, konnte passieren wie bei mir, dass du bist total verstrahlt. Bestrahlt mit radioaktiven Elementen. Ach, das heißt, dadurch. Ja, dadurch bin ich total. Deswegen auch die Schürze. Ja. Achtung. Um die vor den eigenen Strahlen zu schützen. Ja. So, ich habe hier Chicorée in einer Pfanne, wo die Entenbrust drin war, kurz reingelegt mit etwas von dem Entenfett, Knoblauch drüber, ein bisschen Chili. Jetzt geben wir darauf Puderzucker. So, Chicorée schön schmoren und etwas Brühe oder Hühnerfond. Ach, du hättest auch Brühe genommen, ja, anstatt Fond. So, und jetzt machen wir einen Deckel drauf und lassen wir das ganz langsam schmoren. Genauso wie ich hier die Kartoffelhälften in einer Pfanne habe, auch mit Öl, und lasse jetzt ganz roh langsam braten. Da machen wir dann später schönes Ragu draus. Und Katrin, erzähl mal kurz, was du da machst. Also ich habe Gelatine aufgelöst und in Zuckerwasser verrührt. Genau. Dann ein Ananas Püree und Limoncello. Limoncello, so ein Likör, genau, Zitronenlikör. Das haben wir jetzt hier in die Eismaschine und dann wird es ein super Sorbet. Genau, es wird ein schönes Ananas-Sorbet. Das gibt es dann dazu zu den unseren Buchteln. Jetzt schauen wir nach dem Teig. Wo sind denn der Teig hier? Der Teig, der geht noch. Genau, ist gut so. Schau her. Jetzt haben wir hier einen schönen Safran-Hefeteig. Hat sie super gemacht. Schau her. Und dieser Safran-Hefeteig wird jetzt zu so kleinen Kugeln geformt und daraus werden dann so schön in der Form mit Butter Buchteln hergestellt. Ja. Ich gebe da schon mal dann die Pfanne dafür, das heißt das Gefäß hier. Und hier ist Mehl zum Ausrollen, ja? So. Genau, das ist der Trick, damit der Teig nicht. Jetzt so 15 Kugeln machst du schön rein, gell? Okay. Bitte. So. Warum Sahne hier? Bitte, was warum sagst du? Warum mit Sahne? Warum Eier mit Sahne? Weil lecker. Ja? Mit Sahne. Ja. Aber bitte. Weißt du, das reicht dann. Ja, ich kenne das mit ein bisschen Milch. Aber ja, mit Milch musst du aufpassen. Also wenn, dann darfst du nur Kondensmilch nehmen. Aha. Oder Sahne, weil der Fettgehalt muss stimmen. Mhm. Wenn du jetzt sagen wir mal Haarmilch nehmen würdest, würde sich Ei und Milch wieder trennen. Durch das Fett in der Sahne oder in der Kondensmilch bindet das Ei. Mhm. Und das schmeckt dann sehr lecker und bleibt auch zusammen. Das ist Sahne. Das ist deine Erklärung, ne? So. Ja. Ne? Also. Ja. Eins muss ich immer dabei sagen, immer nur die Milch nehmen, nie das Urin vom Bauern. Dann schmeckt das Ei nicht mehr. Sag mal, aber jetzt noch mal ganz kurz zu deinen High Heels. Du läufst damit ja, als hättest du nie was anderes an den Füßen gehabt. Die sind meine Füße.
Das sind deine Füße? Ja, ja, das ist der Verlängerer von meinen Füßen. Von deinen Beinen? Von meinen Beinen, genau. Guck. Wie groß sind denn die höchsten, die du hast? 24 cm. Wie hoch? 24 cm. Also wie meine Soufflés, Johann. So. Ja? Aber damit verlaufen ist ja nicht so einfach, ne? Doch. Für dich ist das ja gar kein Thema. Das ist kein Thema. Üben. Ja. Also das ist die richtige Haltung. Ja. Also richtige Haltung, deine Schulter gerade. Aber darf ich jetzt mal was fragen? Ja. Wenn ich heute so die Frauen beobachte, ja? Ja. Dann gehen die in den Laden, kaufen sich für 500 Euro ein paar High Heels. Mhm. Dann gehe ich mit denen zum Ball und nach einer halben Stunde sagen die zu mir, Mensch, Johann, ich möchte gehen, ich kann nicht mehr stehen. Ja, aber das ist das Problem. Das liegt nicht an den Schuhen, das liegt an dir, mein Hase. Nein. Das ist ein... ohne Witz. Das ist ein Trick, das die Schicker machen. So, ich habe einen Grund, wieder andere Paar Schuhe zu kaufen. Ach so, daran liegt es. Ja. Wie viele Paar Schuhe hast du? Ungefähr 300. Ich habe... Er hat 300, Johann. Jetzt, übrigens, meine Damen und Herren, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir bei Germany's Next Top Model. Und ich lüfte euch ein Geheimnis heute. Weil jetzt, wo ich dich da habe, pass auf, Johann hat dir eben schon die Schuhe angesprochen. Ja. Ich hätte eine Bitte an dich. Mhm. Weil Johann trägt ja auch welche. Was? Oh. Er läuft nur selten damit. Meistens hat er sie nur im Zimmer an. Ja. Aber ich habe sie heute gemobst. Ja. Das ist ungefähr 45, 46. Ja, ich bin ein Mann, der auf dem großen Fuß lebt. Und wenn du hier mal dran riechst, dann riechst du noch jetzt. Wir trinken nur Champagner drauf. Oh, ja. Ja. Komm, Johann Hase, zieh mal an. Ja, genau. Ja, danke. Sonst hat er sie immer so gerne an. Heute traut er sich nicht. Liebe Zuschauer, ja, bevor Johann diese Schuhe anzieht, möchtest du da vielleicht auch mitmachen? Erstmal jetzt Ihnen zeigen, wie ich letztes Mal mit Mozi Mabuse getanzt habe. Und dann möchte ich, dass der Horst mit Hoche tanzt. Einverstanden? Eine Bitte hätte ich. Ja. Kannst du dem Johann nicht so ein paar Schritte beibringen? Nee, bitte jetzt nicht. Bitte nicht. Nein, bitte nicht. Nein, nein, nein. Vorwärts und vorwärts. Ihr beide, Mozi und du, ihr seid ja beide bei Let's Dance Juroren, gell? Ja? Ja. Und heute wirst du erleben, wie ich Juror nachher bin, gell, mein Freund, ja? Ich freue mich schon. Also ich muss sagen, ich habe noch nie in meinem Leben solche Schuhe angehabt. Oh ja, das sagen alle, ja. Das wirst du gleich sehen, normalerweise trägt das nur ein Bettchen, ne? Könnt ihr umdrehen, alle? Du musst jetzt eine ganz richtige Chicas Walk hier hinlegen. Zeig mal. Komm, zeig mal vor, bitte. Das muss man. Helf dir mal. Aufpasse auf meine Omelette hier. Zeig mal vor. Ja? Oh, guck mal. Schöne Beke. Gut. Ja. Spätestens nach der Sendung werden Sie sagen, ich habe es ja immer schon gewusst. So, ich habe immer schon gewusst. Das geht ganz einfach. Wie geht das? Chica sa chico. Was heißt chico? Haltung, das bedeutet Schulter gerade. Ja. Becken nach vorne. Ja. Oh, Becken nach vorne. Becken nach vorne. Ja. Oh. Und jetzt wir versuchen zu überkreuzen die Füße. Ja. Und Spitze haken.
Ja? An. So. Danke. Erst den Ballen vorne. Den Ball und dann die Fersen. Aber das geht doch bei der Höhe gar nicht doch, mehr. Doch, das geht. Das musst du versuchen, weil so deine Schritte werden länger und du brechst nicht deine High Heels. Ah. Viele Frauen machen diese Fehler. Die laufen so erst mal mit den Heels, ja. Dann laufen so wie ein Pferd. Das geht mal. Wenn du machst mit der spitze Hacke, das ist mehr grazil, mehr elegant, das ja, geht alles so. Für dich auch. Sag mal, wie viele Schuhe hast du zu Hause? Ich habe gar nicht so viele, ich habe vielleicht 20 Paar. 20 Paar? Ja. Oh, das ist ja gar nicht. Nee, ist an mir total vorbeigegangen, dieses Gehen offensichtlich. Das Johann hat auch 300. Prost. Ja, Johann. Ich nehme dich wieder mit ins Hotel, das ist kein Thema. Ich putze auch. Ich zieh's heute Abend an vom Schlafen gehen. Sehr gerne, sehr gerne. Aber nicht, dass du mir wieder Kopfkissen kaputt stichst. So, und jetzt wird's so. Ernst. Jetzt möchte ich sehen, wie der Horst und der Hoche tanzen. Ja. Bitte sehr. Jetzt. So, jetzt wird's ernst. Ja. So. Moment. So. So. Und ich wünsche mir natürlich auch Cha-Cha-Cha, okay? Ist klar. Okay. Aber wir tanzen. Wer führt? Du oder ich? Nein, nein, wir tanzen kubanische Cha-Cha-Cha. Kubanisch? Kubanisch, natürlich, ich komme aus Kuba. Ja, ja. Schon der Ruf zu bewegen hier. Guck mal, das geht so. Das geht so, ganz einfach. Ja. Eins, zwei, Cha-Cha-Cha. 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 Sag mal, haben wir auch Musik? Der Publikum sollte hier ein bisschen... Aber auch wissen, wer besser war, Johann oder ich. Hallo? Publikum muss abstimmen, oder? Nix. Aber pass auf, ich muss wirklich sagen, demnächst heißt die Sendung hier Let's Dance Kochen. Ja. Ja, das war super, ich meine. Ja, ne? Alles gut, so. Das ist gut von der Kondition, ne? Also, sehr gut von der Kondition, die vermisse ich gerade. Ich habe jetzt hier die Kartoffel umgedreht, die sind jetzt leicht braun angebraten mit ganz wenig Hitze, das kann man hier sehen, so Art Bratkartoffel. Mache jetzt leichter Salz drauf, ja, und dann Pfeffer drüber, oh Salz, Moment, Pfeffer. So, und dann gehen wir jetzt rein, so ein bisschen, damit nur unten die Unterfläche leicht bedeckt ist, nicht oben drauf. Etwas Brühe oder Fond und ein bisschen Sahne und Muskatnuss, ja? Das hier, lassen die so schön schmoren. Aber die Kartoffeln müssen oben kross bleiben. Das darf nur so eine leichte Soße geben. Siehst du hier, nicht oben drauf schütten, sondern unten drunter. Und die lassen wir jetzt schön so schmoren, dass sie schön weich werden und treiben jetzt oben drauf Muskatnuss. So, und zum Schluss kommt dann noch Schnittlauch rein. So, und dann habe ich hier vorne den Chicory, den kann man auch kurz mal zeigen. Und zwar den Chicory haben wir hier. So, seht ihr hier? Schön langsam schmoren. Sehr, sehr. Also ich mag Chicory wahnsinnig gerne. Mach jetzt noch ein bisschen Honig drüber. So. Und dann tun wir den umdrehen. Moment, umdrehen hier. Damit auch die andere Seite geschmort wird. Seht ihr hier? Die wird ganz weich da, ja?
beim Chicorée muss man, wenn der Chicorée zu bitter ist, einfach den kurz in lauwarme Milch legen. Damit so, solange er erzählt. So. Liebe Katrin, du bist ja jetzt vierte Mal hier. Was hast du denn so richtig gut gelernt hier bei uns in der Sendung? Johann, du musst jetzt mal einen Moment weghören. Weil Horst mir tatsächlich was beigebracht hat, das mache ich bis heute. Und zwar ist es eine Orangen-Vinaigrette, kannst du dich erinnern? Ja. Mit Senf. Und ja, es war bei mir erst viel zu scharf, bis du gemeint hast, du musst jetzt diesen Orangensaft noch reingeben. Ja. Ist ein Traum. Geht ganz schnell und gibt es bei mir jeden zweiten Tag. Johann? Johann ist so. Ja, da hör mal, Johann. Ja, das war wirklich ein ganz toller Tipp. Also ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt ja mit dem Horst im verflixten siebten Jahr. Ja. Und man sagt immer, dass in einer Beziehung das siebte Jahr das Schwierigste ist. Ich habe das Gefühl, unsere Liebe ist neu entbrannt. Nein. Siebte verflixte Jahr. Ja. Erzähl doch mal ganz kurz, weil du sie jeden zweiten Tag machst, die wunderbare Vinaigrette, mit welchen Mengen du sie machst. Das, ich kann nicht nach Rezept, ich mache das immer prima. Ja, sag mal. Ja, also ich tue mal so ein bisschen also Öl, Essig, süßen Senf, bisschen scharfen sogar noch, verrückt. Verrückt, verrückte Welt. Klein geschnittene Zwiebeln, sodass das eine relativ zähe Masse ist. Ja. Und dann aufgießen mit Orangensaft, bis es schön flüssig ist. Richtig, und da kommt noch ein bisschen Kräuter rein, Dillschnitt, noch Petersilie, man kann auch verschiedene andere Kräuter dazu tun. Ich tue unheimlich gerne einen süßen Butter? Senf da rein. Nee, Butter lasse ich weg. Ja. Schönes Olivenöl und dann ein Balsamico-Essig. Schmeckt ich toll, sehr schmeckt gerne. Zu gebratenem Ziegenkäse, köstlich. Ganz toll. Siehst du, Johann? Ja. Und ich muss ja sagen, dass wir beide uns schon sehr lange kennen. Wir waren sogar in Südafrika mal zusammen. Ihr zwei? Schöne Weinbar. Woche, komm noch mal dazu, mein Schatz. War schön. Waren bei der Weltmeisterschaft, gell? Ja. War ein sehr schönes Erlebnis. Und ich weiß von ihr, dass sie selbst sehr künstlerisch veranlagt ist. Sie hat zu Hause etwas, was sie selbst gemacht hat. Ja. Das zeigen wir jetzt was mal. Moment. Und zwar, ich hab mal in einem Sommer, so. Kann man auf den ersten Blick, muss man glaube ich erst erklären. Ja, aber ich stöße mir da hinstellen, damit die Kamera das sieht. So. Also es war die Kamera einem, zeige ich jetzt mal von links nach rechts und du erklärst uns das bitte. Es war in einem Sommerurlaub vor gefühlten 100 Jahren. Da war ich in Italien mit einer Freundin und ich habe Eislöffel gesammelt. Immer wenn ich ein Eis essen war, habe ich einmal reingegriffen. Und es sind 135 Stück. Und die hängen bei mir an der Wohnzimmerwand, Breite 3,20 Meter. Wie viele sind das? Das sind 135. Ich habe aber und noch viel mehr. Das in drei Tagen Urlaub? Nö. Sie kann jetzt live denken. Guck mal, das ist gut. In zwei. Nee, die Frage ist immer, ob ich die alle gegessen hätte. Ich habe halt jedes Mal, ich glaube gar nicht, wie viele verschiedene Eislöffel es gibt. Jedes Mal, wenn ich mir einen geholt habe, habe ich die 10 anderen Farben auch noch eingepackt. Ach. Und da gibt es ganz viele verschiedene Formen. Machst du noch mehr Löffel? Ich habe, glaube ich, schon wieder 300, aber die sind ja jetzt in so einem Plexiglasrahmen, also eingeschweißt. Den kann man nicht einfach so aufmachen. Aber vielleicht machst mach du häufiger so Kunst? Ich weiß, neues mal, Projekt? Ich weiß zum Beispiel, dass sie sich wünscht, irgendwann mal ein Kunstwerk zu machen, das sie nach uns benennt. Oh. Und zwar geht es um Schraubverschlüsse in verschiedenen Farben. Ach. Ja. Und wir haben ja heute Gäste aus Ungarn, aus der Slowakei, aus Österreich, aus Spanien, aus Schweiz und aus Deutschland. Genau. Und wir haben die gebeten, alle was mitzubringen. Ja, und ich habe hier schon im Korb vorbereitet. Die ersten, schau her. Guck mal, die ersten. Alles gemischte Schraubverschlüsse in Farben. Und jetzt haben die Gäste was mitgebracht und jetzt werden wir da rumgehen. Wer ist auch der Czechoslowakei hier? Wie in der Kirche, wie in der Kirche und werden. Nee, weil überleg einsammeln. Doch mal, wie toll das aussieht, stimmt? Ja. Neue Serie. Hör mal, hier. Sehr schön. Und wir brauchen keinen gelben Sack mehr. Super. Ich bin begeistert. So. Ja, vielen Dank. Ich sammle übrigens auch, also falls die Zuschauer, die das jetzt sehen, also ich sammle keine Schraubverschlüsse oder sowas. Aber wenn Sie zu Hause zum Beispiel Autos haben, die älter sind wie 50 Jahre. Ich nehme die. Oder High Heels. Ich nehme noch mit. Ja. Oder wenn sie alle Kopfhörer haben, was? So, jetzt guck ich mal, dass jemand hier ein bisschen einsammeln geht. So, das pass mal auf, ich gebe sie dir mal. Und du lässt einfach den Korb wie in der Kirche rumgehen und tust alles rein, was du finden kannst. Und sagst nach jeder Kapsel vergelt's Gott. Bitte? So, das ist Quark. Ein bisschen Milch. Paprika. Salz, Pfeffer, Zucker. Du brauchst noch neues Brett. Mmh. Verschiedene sehr lecker. Sehr lecker, ne? Kann man es doch nur mit Brot essen. Ja, also brauchst du eigentlich schon nichts bei. Weil ich habe ja zwischendurch auch gekocht, hat gar keiner gemerkt. Mmh. Und zwar... auch meine Senfsoße ist lecker. Dieses blöde Lachen hier, ehrlich, ne?
So. Und zwar hier im Backofen stehen meine Mandelkartoffelchen. Das sind rohe Kartoffelchen, die habe ich fein gewürfelt. Die in Auflaufform mit ein bisschen Butter, dann mit Salz, Pfeffer, abwechselnd gewürzt, mit frischen Mandeln fein gehackt und Thymian. Hab den Rand ein bisschen mit Butter eingeschmiert. Die werden einfach so trocken, ohne Milch, ohne Sahne, ohne Fond, schön gegart. Hier ist übrigens reingeschoben das... Ja, genau. In Spanisch, Tortilla, Tortilla. Omelette. Ja. Die Omelette, Tortilla. Tortilla. Haben wir schön reingeschoben in den Tabakofen. So. Das war ein Arbeit. Ja. No. Wahnsinn! Oh. Oh, Wahnsinn! Und hier oben habe ich das Eierlachs. Ah. So, schön mit einem Scheibchen Zitrone drauf. Und der ist auch schon fast fertig. Ja, Johann? Was ich ganz toll finde, wenn einer in der Kochsendung sagt, und übrigens, ich habe auch noch gekocht. Bei dem, was wir heute zu tun hatten, Johann, genau. Ist das eine Höchstleistung. Ja, und seine Training, Gedanken. Ja, der Senfsoße ist ganz schöne Farbe, ne? Ja. Erzähl mal, was hast du alles reingetan? Da habe ich Honig, 3 Löffel Honig, 2 Löffel Senf und Olivenöl, 1,5 Esslöffel. Ja, genau. Guck mal, bei Johann, guck mal hier, was das jetzt schön glänzt. Mhm. Er hat einen ganzen Löffel Honig oben drauf getan. Ja, und jetzt kommt Knoblauch und Chili drauf, guck mal hier. Oh, und damit die Endbrust schön überbacken im Backofen. Ah. Oh. Komm, wo er mit dem Knoblauch gerade spricht, muss ich unbedingt erzählen. Ja? Johann hat ja eine bezaubernde Tochter, die jetzt in das Alter kommt, wo sie auch schon mal Rendezvous haben könnte. Und das ist, als sie das erste Mal weg wollte, hat Johann für sie gekocht. So richtig lecker, ja. Abends vorher. Aha. Mit Knoblauch ohne Ende. Oh. Ja, weil er hat gesagt, wenn der Typ das Beste übersteht, dann hat er sie verdient. Beste. Ja? Das ist ein Spitzentipp für sie zu Hause. Sieht aber wirklich geil aus. Zweimal über die Butter drauf, ja. Und ein bisschen Butter. Und du das jetzt hier schön in den Backofen nochmal bei 220 Grad und schön oben kross braten, ja. Also backen nochmal. Und dann habe ich hier die Kartoffeln, siehst du hier, also schön geschmort hier, so. Nur so von unten mit, mit der Flüssigkeit. Und aber du lernst schon was von mir mit der Butter, ja, ne? Ich hab Respekt, doch. Ich habe das alles von dir übernommen. Sag mal, liebe Katrin. Hast du da Mango? Ist Mango? Ja, magst du ein Stück? Ja, ich liebe Mango. Das war in Kuba, weißt du, bei mir zu Hause. Wir haben so viel Mango. Mein Papa hat mich hier besucht, kommt mit mir ins Geschäft, hier in Hamburg. Und ein Mango hat gekostet fast 9 Euro. Mein Vater hat mir gesagt, nächstes Mal komme ich mit so vielen Sack, ein Kamion von Mango aus Kuba. Ja, muss ja mal. Verkaufen wir das hier. Ja, aber du musst ja mal überlegen, wie die hier runterkommen, ne? Ja, aber Katrin, du warst doch mit Johann in Afrika, ne? Ja, kann ich bitte mal kurz zum Aufmerksamkeit bitten, weil das muss man einfach mal gesehen haben. Und das ist, lieber Katrin, jetzt wirklich ein Kompliment. Das ist jetzt ohne Hintergedanken. Jetzt so schöne Buchteln macht nicht einmal ein Konditormeister. Oh, komm mal hin. Hier, ja, komm schon her. Oh. Hier, komm mal da. Das ist der Hammer. Die sind absolut der Hammer. Schön aufgegangen. Ja. Die sehen aber lecker aus. Ja. Du mir jetzt schön da vorne stehen lassen, dann mit Puderzucker bestäuben und dann anrichten später. Gell? Aber jetzt noch mal zu der Frage. Du warst doch mit Johann in Südafrika. Ja. Und du hast mit ihm ja auch mal eine Weinprobe da gemacht. Ja, ne? Auf jeden Fall. Seid ihr da so richtig abgestürzt? So richtig darö? Du kannst offen reden. Hab ich Zeugnisverweigerungsrecht an der Stelle? Das war wunderschön. Und der Wein war toll. Und wir haben ziemlich viel getrunken. Ja. Johann, ich kann mich nicht mehr erinnern. Offensichtlich. Sehr geil. So, wir überlegen schon mal, wie wir langsam anrichten. Ja. So. Die Tortilla, die Omelette ist fast fertig. Ne? So, du musst auch den Toast noch machen, ne? Ja, das. So habe ich schon drin. Habe ich schon vorbereitet. So. Hier machen wir mal ein bisschen sauber. Alles weg. So, zunächst mal ein großes Dankeschön an das Publikum, liebe Katrin. Oh! Der Hammer! Ja. Das. Hier. Passt. Passt. Komm mal. Guck mal. Dein Ebenbild ist auch dabei. Vorzeigbar. Komm mal hier, schön. Alles gute Ideen. Ja, ja. Da kannst du richtig was machen. Ganz toll, guck mal hier. Was ist das denn jetzt? Ein Herzchen. Oh, was schnuckelig. Hier, guck mal, mexikanischer Hut. Mexikanische. Alles da, also Katrin. Ah, super, vielen Dank. Versprichst du uns, das beim nächsten Mal mitzubringen? Ein Foto davon, ja klar. Den finde ich aber schon sehr beeindruckend hier. Ja? Dann mal. Guck mal.
Das ist ein Schraubverschluss. Mhm. Ja. Patentlichkeit? Nee. Nein, nee. Nee, falsch. Falsch gewesen. Nee. Das ist aber nur ein Zeichen. Weißt du, ich denke mal, wenn du das getrunken hast, was in der Flasche war, damit man vorher weiß, wie du nachher aussiehst. Ne? So. So. Du hast da alles stehen? Ja, ich habe alles stehen. Ich fange auch schon mal. So, wir machen jetzt zu dem Chicorée, der jetzt nochmal. Ich habe die Flüssigkeit einkochen lassen. Mache jetzt nochmal dazu. Ein bisschen Butter habe ich reingegeben und jetzt machen wir noch Schnittlauch dazu frischen. Und machen einen richtig schönen geschmorten Chicorée. Magst du Chicorée, Katrin? Sehr. Wobei man muss irgendwie schaffen, das Bittere rauszuholen. Ja, man muss den Stumpf großzügig rausschneiden, die kurz vorher Milch liegen. Lauwarmes Wasser oder Milch. Dann geht das raus, gell? So, und jetzt schön nochmal umdrehen, haben wir so ein schönes, jetzt gibt es so einen schönen braunen Glasur hier. Ist es hier? Auf, lass mal nochmal ganz kurz. Kann man mal kurz zeigen den Zuschauern. Ich muss einen zweiten Löffel holen. Müssen wir jetzt aufpassen, ja? Eine richtige schöne. Schau her. Mal einmal kurz braun. Ja. Mmh. Guck mal, wie schön. So. Der war nicht richtig heiß. Ich guck mal, was meine Kartoffelchen sagen. So. Ah, die sehen lecker aus, wenn die oben drauf so schön braun sind. Weil da war ja auch noch ein kleines Butterflöckchen drin. Jetzt gucken wir mal, wie die Kartoffelchen schmecken. So, das ist fertig. So. Was ist das da? Frage, ne? Was ist das? Kartoffelchen. Kartoffelchen? Ja, Kartoffelchen. Mandelkartoffeln. Ach so. Rohe Kartoffeln, mehlig gekochene Kartoffelchen. Schön fein gewürfelt. Ordentlich gewürzt, frischen Thymian dran, Butterflöckchen obendrauf, die Mandeln, die gehackten, und dann nur im Backofen garen. Die sind noch nicht gar, Johann. Weg geht's, weg geht's, weg geht's. Die brauchen ihre Zeit. So. Also, liebe Zuschauer, Sie wissen nachher, wenn Sie was essen wollen, müssen Sie auf diese Seite kommen, ja? Oh nein, hier wird alles fertig. So, guck mal hier. Das sind jetzt die Entenbrüste. Hier daneben stehen die Buchteln. Das ist der Chicorée hier. Guck mal, nochmal alles schön zeigen jetzt. Und das sind die Kartoffeln. Und das ist die Sendung Lafer liegt der Lecker. Herr Vater. Jetzt. So, Buchteln dazu. Und dann können wir anrichten, gell? Dann können wir gerne anrichten gehen. Ich mache jetzt erstmal da vorne. Du kannst auch so, anfangen. Ich habe noch keine Orange drin. Orangensaft rein. Ja, schön mit reinpressen, nur ganz wenig. Nein. Und dann nochmal Puderzucker und Vanille. Kannst auch umstülpen erst auf den Teller. So. Machen wir mal aus. Pass auf, es ist heiß. So. Hier hast du ein Handtuch. So, komm her jetzt hier. So. Was heißt auf Kubanisch? Was heißt denn auf Kubanisch? Bitte? Was heißt auf Kubanisch? Das ist wie Vorsicht. Warte mal, wie viel hier. Das wäre jetzt, ich glaube, ich nehme das. Ich brauche hier. Du kannst es auch stürzen. Okay. Ja, genau. Ist aber heiß. Genau, so. Und jetzt mit Schwung. Jetzt? Yeah! Happy Birthday to you! Ist das nicht lecker? Ja, das ist nicht lecker. Sicher aus lecker. Augen essen mich. Jetzt können wir mal kurz die Kamera haben für die Buchteln. Komm mal her. Das ist doch der Hammer hier. Guck mal. So. Jetzt machst du schön das Ragout leicht drüber mit den Mangos. Ein bisschen Vanilleschote noch. Hast du Zucker reingemacht? Ja. Die Schote machen wir noch rein, dass es schön frisch schmeckt. Und guck mal hier, das Ananas-Sorbet. Hier, guck mal, das ist doch super schön schaumig. Schau her. Oh ja. Das ist doch wie ein Schaum. Fantastisch. Mmh. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Mmh. Also, ich bin begeistert von dir. So. Guck mal her, hier. Oh, das sieht gut aus. So, warte mal. Jetzt machen wir die Senfsoße, ne? Ja, die Senfsoße noch hübsch zur Deko drauf. So. So. Das geht auch. So.
Jetzt bitte, liebe Zuschauer, schaut einmal kurz zu. Ich schneide jetzt die Entenbrust auf. Ja, ja. Nee, so ist gut. Okay. Aber eigentlich dachte ich, du legst das aufs Toast. Okay. Aber mach ich ja wollte. Weißt du, jetzt sieht das hier, guck mal. Aus. Ah. Jawohl! Was habt ihr eigentlich gekocht? Ich hab das gar nicht mitgekriegt. Ein wunderbares Lachs-Omelett. Und da vorne habe ich Seelachs mit Kräuterquark, der übrigens schweinisch lecker ist, und wunderbaren Kartoffelchen gemacht. Und wo ist euer Dessert, ihr Superhasen? Dessert? Wieso Dessert? Wir machen Vorspeise und ersten Hauptgang. Du hast Dessert gemacht. Ja, richtig, aber... Die Soße in dieser Runde jetzt bist du. Ja. Die Soße. Ja. Ja. Komm hoch. Komm mal. Zeigen wir mal den Zuschauern jetzt hier erstmal unsere beiden Gerichte. Komm. Danke sehr. Dass du auch noch nach vorne hier, guck mal, erstmal einen schönen. Jetzt kann man mal sagen, hier, liebe Zuschauer, es ist angerichtet. Wir fangen hier an. Buchteln mit Ananassorbe und Mango. Entenbrust mit Kartoffeln, Chicorée. Dann haben wir hier die Buchteln noch mal im Ganzen. Und hier kann man mal sehen, meine Damen und Herren, da wurde gezeigt, was angerichtet wird. Und hier zeigt man, was wir angerichtet haben. Ne? Wunderschönen Seelachs mit dem Kräuterquark, die leckeren Mandelkartoffelchen so und dieses sensationelle Lachsomelett auf Toast. Ja. So. Hier auch noch ein Stückchen Wein. Bitte schön. So. So. So hast du. Tja, Johann, ich hoffe, du hast die Zähne, obwohl es sind ja nicht deine. Komm mal zu mir. Komm her. Jetzt muss ich jetzt nur den Zuschauern sagen. Liebe Zuschauer, wenn Sie wissen, für was rohe Kartoffeln gut sind, oh Gott, ob sie vielleicht helfen für bestimmte Dinge im Leben, dann schreiben Sie mir bitte bis nächsten Samstag, wenn es wieder heißt, Laferlichter lecker.